drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Das Geräusch, das kam doch von da drüben. Aufgepasst, da ist jemand. Ah! Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Ich sagte doch, ich kriege euch. Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Den unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Akadukt. Ich weiß. Wo ist das Château d'Ombrage? Hier entlang. Folgt mir. Oh nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Hier sind überall Spuren. Hier wimmelt es von Wildschweinen. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hör zu. Amicia, du hast die Schleuder.
Du gehst zuerst. Hugo, halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Und tötet die anderen. Sofort! Sie suchen immer noch nach mir. Was ist das? Männer, ich hab hier Eindringlinge! Lauf! Ah! Oh, oh! Ah! Ihr da! Wartet mal! Hey, ihr da! Ich werde euch mal nieder!
ja da. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So eine Explosion habe ich noch nie erlebt. Wir klingeln jetzt. Hey, da bewegt sich. Das ist schon wieder. Ein junger Dieb, der dir den Ruf geholfen hat. Er sitzt in der Bastion und wird verhört. Da kann er sich wirklich... Stoppt ihr euch! Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man... Alicia! Stimmt, Sebastian, da. Die Kinder sollen die Engländer... Klingeln jetzt noch die Ohren. Aber wir haben den Halunken erwischt. Ein junger Dieb, der den Deruns geholfen hat. Er sitzt in der Bastion und wird verhört. Da kann er sich glücken. Und? Immer noch nichts? Das sind doch bloß Kinder. Wahrscheinlich verstecken sie sich irgendwo im Gebüsch. Bloß Kinder? Ein Schild zu. Nikolaus hat schon Schlimmeres erlebt. Er nennt sie nicht umsonst in den Ofenland. Seltsam. Gestatt. Nikolas wird außer sich sein. Dafür wird jemand büßen müssen. Und Vitalis? Man könnte meinen, der Hauptmann der Wache ist bedrohlich, aber der Alte... Ja. Wenn der enttäuscht ist, verbrennt er Leute bei lebendigem Leib, nur um sich abzulenken. Du Knirps, musst ja was ganz Besonderes sein, wenn sie so ein Theater um dich veranstalten. Los, steh auf! Alarm! Wir haben einen Eindringling, wahrscheinlich bewaffnet! Vergesst es. Die sehen wir so bald nicht wieder.
Wenn wir nicht den Ärger im Lager der Engländer gehabt hätten, hätten wir sie längst gestarrt. Nikolas wird außer sich sein. Dafür wird jemand büßen müssen. Und Vitalis? Man könnte meinen, der Hauptmann der Wache ist bedrohlich, aber der Alte... Wenn der enttäuscht ist, dann rennt er was zu meinem lebendigen Leib nur um sich ab. Da drüben ist was. Was ist dir denn passiert? Hier ist ein Mann am Boden. Haltet die Augen offen. Brechen wir ab. Die sind alle weg. Ich hab was gehört. Komme gleich wieder. Denke an die toten Winkel. In der Ausbildung. Hier ist jemand! Kommt her! Oh, das ist immer schon. Durch Kettung! Wenn wir nicht den Ärger im Lager der Engländer gehabt hätten, hätten wir sie längst gestarrt. Nikolas wird außer sich sein. Dafür wird jemand büßen müssen. Und Vitalis? Man könnte meinen, der Hauptmann der Wache ist bedrohlich, aber der Alte... Wenn der enttäuscht ist, verbrennt er Leute bei lebendigem Leib, nur um sich abzulenken. Du Knirps, musst ja was ganz Besonderes sein, wenn sie so ein Theater um dich veranstalten. Ich kann nichts dafür. Bescheiden ist er auch. Na gut. Komisch.
sind fast da. Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Da! Da nichts wie raus hier. Weiter! Los! Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Na los, weiter! Was habt ihr mit mir vor? Vorsichtig! Da ist Lukas! Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Sie werden dich in die Stadt mitnehmen, zur Bastion der Inquisition. Amicia, hast du noch was von dem Devorantis? Ja, dann los! Schieß ihm den Helm vom Kopf! Was? Was war? Da habt ihr euch also... Hey, Lukas. Ich bin so froh, euch wiederzusehen. Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Mellies Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Ich habe Ignifa weiterentwickelt. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Wirf es auf die Ratten. Luminosa. Das brennt in den Augen. Was? Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Wir sind fast da. Na endlich. Jetzt werden wir mehr erfahren. Ich helfe dir hoch. Na gut. Gehen wir das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh. Aquädukt. Aquädukt. Melly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Gesehen. Komm, hoch mit dir. Ja. Was? Ist das alles?
Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Wie wär's mit, nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Wer geht zuerst? Gut gemacht. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber. Gemacht. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Dein Einsatz, Melly. Lukas, schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot wartet. Ja, Hugo, steig ein. Soll ich einsteigen? Hoffentlich können Sie schwimmen. Gut festhalten. Los geht's. Wow. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Ihr seid dran! Wir kommen! Gut, ihr könnt loslassen! Komm mit! Oh, alles in Ordnung? Die Arme sind gut. Ich mag nur Wasser nicht so besonders. Das ist alles. Melly, hör zu. Ich wollte dich nicht anlügen. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Ich vergesse es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht? Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge. Los, gehen wir weiter.
verschlossen. Nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Ist offen. Na bitte, natürlich. Die haben mir gerade noch gefehlt. Was ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Diese Grube. Was denn, Lukas? Was ist denn, Luke? Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Lukas, der Bau ist schon lange her. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Und bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Na los, in den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Gut, kommt mit. Kletter hoch, ich helfe dir. Yep. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Na los, kommt rüber, ihr Faulpelze. All diese verdammten Ratten. Hm.
Eins muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effizient. Folge mir. Natürlich. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Wow. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber... das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Melly, übernimmst du? Also schön. Fertig. Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Da hast du nicht unrecht. Ratten! Ich weiß nicht wie... Oh, hast du das gesehen? Der Blitz. Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Los, ist das los. Euer Ernst? Das ist doch verrückt. Nie wieder. Ein Gebäude. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge, Hugo. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Jetzt, na los, na los! Ich musste helfen. Los, wir werden es schaffen. Scheiße! Ich werde dir helfen. Ja. Geht es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Wirklich? Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Chateau d'Ambrage. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Oh. Ha, unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Verschlossen.
Schaffst du das? Na schön. Das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los. Die Belagerung des Chateau d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen Tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Sieh nur, sie bewegen sich. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ratten sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Hinter dir liegt was zum Anzünden. Ah, ja. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. Bleib hier, es dauert nicht lange. Gut. Schon gut, du kannst kommen. Ich bin direkt hinter dir. Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Ich lege mein Leben in deine Hände. Nein!
Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Kannst du das übernehmen? Verstanden. Zuerst muss ich die Ratten da unten loswerden.
verliere dich nicht vom Fleck. Ich bin komm, alles gut. Nach dir. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Das musst du machen. Ja. Oh, das könnte... schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Wall hochklettern. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Ach, da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Also gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja, alles klar, Hugo. Mir geht's gut, aber man wird ein Schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Das ist schon besser. Ich wäre soweit. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das Chateau d'Ombrage. Du hast zu viele Bücher gelesen. Ich... Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Sehr witzig.
Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim. Hör auf damit, Sui. Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. Das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm. Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf. Es ist riesig. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen.
Los, komm! Was ist das für ein Geräusch? Das ist Lukas. Komm mit, dann wirst du es sehen. Gut. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten. Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Statt sich mit ihm zu vermählen. Lukas! Oh, da seid ihr ja. Gut geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht. Und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. Lukas braucht mich hier noch. Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht auch Laurentius. Das muss es sein. Hier, sonst noch was? Ja, den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Hier. Gut, dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Das große Werk! Das war eigentlich nicht geplant. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder, Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm! Ich komme. Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Oh, dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Hallo! Komm, Amicia, mach mit! Wow. Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition sicher auch. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm, wir müssen reden. Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört.
Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia. Das glaube ich dir. Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte. Ja, Hugo, was hast du gefunden? Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir. Komm mit. Ich folge dir. Der Tiegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Das sind dieselben Symbole. Ja. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Komm zurück. Wo gehst du hin? Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja. Amicia? Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melli. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo, es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut. Ich bin bald zurück.
Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung, werden wir. Erste Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Melly. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Hab mit dir. Viel Glück. Dir auch. Diese Leute. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Drüben, das muss die Universität sein. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Gut, es ist ganz schön weit, aber ich schaffe das. Also los. Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Verdammte Bourgeoisie. Thank you.
Vorsicht. Letzter Aufruf. Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Lasst mich in Frieden! Haut ab! Scheiße! Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Sei doch leise, verdammt, du weißt genau, was Senior Nikolas mit Plünderern anstellt. Ha. Was war das für ein Geräusch?
Hey, da schon wieder. Eine Sekunde. Noch immer nichts. Dreh ich langsam durch. Ich seh mal nach. Noch immer nichts. Was zum Teufel ist denn hier los? Aber was ist mit Vaters Sachen? Du hast doch gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Beraten! Lass uns doch hier! Ist das überall so? Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch.
mit dir. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein, das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul! Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott! Anna, ich bin ansteckend! Oh Gott! Von hier. Hör auf ihn! Verzieh dich! Sofort! Oh Herr, Herr! Oh, ich bin diese Zeit so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Tut mir leid. Lass ich mir besser an. Der gehängte Helm. Ratten haben sich schon auf ihn gestürzt. Tut mir leid. Gehängte Helm? Oh nein! Ah, da kam also der Lärm her. Und diese verfluchten Ratten haben sich schon auf ihn gestellt. Ja, du musst es doch geben, dass ich für... Sie wurden alle hingerichtet. Du solltest nicht mehr sein. Aber warum? Warum habt ihr das getan? Er war ein guter Junge. Dein Sohn ist hier, weil er Befehle missachtet hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Siehst du die Toten da? Das nennt man Disziplin. Ohne sie sind wir nicht besser als die Ratten. Ohne uns gäbe es hier nur Chaos. Ich sollte dich festnehmen, aber ich bin gelernt. Geh und bete für deinen Sohn. Und wenn du schon dabei bist, auch dafür, dass die Position sich hier raus. Wo soll ich? Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Du machst es für ihn. Ihr schon wieder. Was ist da unter... Das klebt.
Igitt. Ich muss an meinem Glauben festhalten. An meinem Glauben festhalten. Denk an mich. Adignem Patrucke. Sehr gut. Ein komisches Geräusch. Das erste Mal war schon mehr als genug. Na was? Nicht bewegen! Ich mach's los! Drüben was gehört. Ja, ich hab bewegt, Leute. Geschafft. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. Die Universität. Na bitte. Weiter. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Die muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Komm schon, Kumpel. Nur ein paar Münzen. Oh, nein. Du hast doch irgendwas dabei. Was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu was. Los. Ich muss ihn irgendwie loswerden. Mann.
irgendwas dabei. Was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu was. Los. Ich muss ihn irgendwie los. Das ist keine Peitsche. Moment. Was ist das? Das wird dich lehren. Irgendwas dabei, was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere Kleinen. Los, Amicia, tu was. Los. Geräusch, ey. Da bewegt sich. Das wird dich lehren. Ein Fenster, perfekt. Dann nichts wie weg hier.
Magister, das Episanguis. Ah, mal sehen. Darf ich fragen? Wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odorless. Oh. Wow. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es... bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Episanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Warum seid ihr so aufgeregt? Sieh mal einer an. Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermahlen. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Verschlossen. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern.
da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Das Odorus wird sie nicht lassen. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern.